Hey Leute, Desi hier. Willkommen zur zweiten Folge von Cyberpunk. Und wir sind ja als Konzerner gestartet und wollen jetzt natürlich auch mal ein bisschen weiterkommen. Wir sollen uns jetzt auf jeden Fall mit Jackie treffen. Wir sind ja gerade aus dem großen Bürogebäude, sind wir rausgeflogen. Und wir wollen uns auf jeden Fall jetzt mal mit Jackie treffen. Wir wollen mal gucken, was der gute alte Jackie hier zu sagen hat. Oh ja, ein bisschen staubig hier. Die Tür darf irgendwann auch zugehen. Hier immer noch ein bisschen Besuch. Da können wir auch rein. Mal ein bisschen hinter den Kulissen gucken. Da können wir nicht rein. Oh ja. Guck mal, hier dürfen wir auf jeden Fall auch reingehen. Ja, hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Riesengroßes Badezimmer, aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Oh ja, hier ist auf jeden Fall Dance Party im Club. Können wir nicht einsammeln. Hier ist auch nichts zum Einsammeln. Okay, dann dürfen wir erstmal runtergehen und erstmal mit Jackie treffen. Da sitzt er, der Gute, der ruft ja auch schon. Du kommst nicht auf, Thea, oder? Schön, dich zu sehen, Cabron. Jetzt setz dich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Um wen geht's dann? Einem kleinen Problem. Bitteschön, Jackie. Guck's dir an. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Oh, schnelle Karre, da sehen wir uns. Natürlich ein Solo. Mhm. Genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Das. Eine Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemandem, dem ich vertraue. Und dir vertraue ich, Jackie. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Ja, danke schön. Betrinken wir uns und reden übers Leben. Schon wieder trinken. Gracias, Manita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Oh ja, lecker. Beste gegen blanke Nerven. Lecker. Erstmal trinken. Hier. Das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nichts. Auf das hier. Der gute alte Jackie muss immer alles bedeuten. Beziehungsweise immer alles eine Bedeutung haben. Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer. Deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Das ist wohl wahr. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Tja, genau. So lauten die Regeln. So sind die Regeln, Jack. Wer nach oben will, muss sich eben richtig reinhängen. Tja, du bist aber nicht oben, sondern Saburo Arasaka. Du bist nur der Pendejo, der ihn dort hält. Arbeite für dich, lebe für dich. Ich bin dabei, der Jack. Einzige Weg. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, oh. Was wird das? Wir haben Besuch. Ist ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, ja. Hat uns euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Fragen wir doch mal, wer die eigentlich noch gleich sind. Der Auftrag geht euch nichts an.
Sind wir jetzt frech oder, ja, wir wollen natürlich erstmal nichts sagen. Wie war Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. Die haben mir mein ganzes Geld geklaut. Jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz aufzufunktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Meine ganzen Eddies hat er geklaut. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Schon komisch, wenn die Leute sich einfach so USB-Sticks in den Kopf schieben. Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Das meinst du nur. Du kommst mit uns mit. Komm schon, los! Ah, ja. Ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Das könnte ungesund für euch sein. Warum? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Da kommt der Jackie. Und setz dich für uns ein. Sehr gut, Jake. Das war knapp. Ja, mir geht's aber noch nicht so gut, wa? Alles klar? Wie fühlst du dich? Komisch. Richtig? Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Kaum atmen. Was haben die mit mir gemacht? Wie als mein kleiner Primito auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Gib mir eine Minute. Bin gleich so weit. Na, bin doch schon mal älter. Boah, noch mal. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Keine Eddies mehr, ne? Ich würde keine sagen, Wohnung du mehr. Es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Du willst sagen, ich habe noch einen Freund? Das stimmt. Das ist nett. Nein, Dumpfbacke. Du hast immer noch die Kohle für den Job, oder? Oh, habe ich Kohle? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Hey. Die haben mir doch meine ganze Kohle abgenommen, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Wie? Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben. Beginnt genau jetzt. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag. Der gute alte Stanley. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Oh, da habe ich auch schon mal einen Zahn verloren. Also ich muss sagen, die ersten 10 haben wir jetzt hinter uns. Und als Konzerner starten wir schon ganz interessant. Oh, ein paar Waffen haben wir auch. Ja, sehr interessant.
Also wie gesagt, die ersten Missionen haben wir... Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. ...zu Ende gespielt. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Alles klar. Fällt mir ein. Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Nee, ich möchte kein Training machen. Was du nachher im Fressepolieren brauchst. Nee, haben wir schon. Willst du auf ein paar VR-Zielübungen? Nee, Tutorial überspringen, dafür habe ich keine Zeit. Also wie gesagt, das ist bei, also dieser Militech Training Splitter, das ist im, egal in welchen Weg ihr geht, ne, ob ihr als Street Kid oder als Nomade oder als Konzerner startet, im Endeffekt landet ihr halt immer wieder an dieser Position und da wir natürlich dann den Training Splitter schon einmal durchgegangen sind, ganz am Anfang, also ich jetzt für meinen Teil, überspringen wir das jetzt einfach. Jetzt nicht, Jack, keine Zeit, vielleicht später. Ja. Mañana, mañana. Morgen, nur nicht heute, sagen Sie alle faulen Leute. Das stimmt. Lass uns doch mal angucken hier. Wir haben nur noch $700. Okay, Waffe zielen, läuft. Erste Waffe im Spiel. Die erste Waffe im Spiel ist eine Unity. 60 Schaden. Verurteilte die, kann man sagen. Ich bin noch nicht gut ausgestattet, wobei ich meine ersten Klamotten ja schon abgelegt. Mein männlicher Wie sieht halt mittlerweile so aus. Schickes Smiley-T-Shirt habe ich an, aber eigentlich eine ganz coole Hose. Die gefällt mir ganz gut, auch die Sneaker sehen auch ganz cool aus. Kopfbedeckung haben wir zwar was gefunden, können wir aber noch nicht aufnehmen. Aber so eine, was war das, eine Skimaske? Ja, so eine komische Skimaske werden wir uns natürlich nicht gönnen. Naja, aber wir gehen jetzt mal rein. Also C zum Ducken. Könnt ihr drücken. Fadenkreuz ist auch dementsprechend an. Ihr könnt auch Steuerung drücken, damit ihr euch ducken könnt. Mausrad ist bei mir zum Waffenwechseln. Hier müssen wir doch einfach mal den Knopf betätigen. Wo wollen wir denn hin? Wir sind gerade auf... Oh, sind schon in der Garage und wir wollen die Apartments annehmen. Oh, da geht schon los. T-Bug. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Vermutlich. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Genau. Team heißt toll, ein anderer macht's. Jackie hat recht. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Eben. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Tja, der Aufzug braucht ganz schön lange. Steht denn hier noch irgendwas Besonderes? Ne. Ah, da sind wir auch schon. Also die Atmosphäre ist halt auch in Cyberpunk schon ziemlich cool, ne? Da können wir noch ein bisschen Heilung mitnehmen. Das können wir auch noch mitnehmen. Hier haben wir noch eine Schallplatte. Da liegt kein Schnaps mehr rum. Hier können wir, glaube ich, noch Sachen kaufen. Wollen wir aber nicht. Apartment 1237. Oh, da liegt auch noch was rum. Ein Robelos nehmen wir auch mit. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ja. Richtige Müllschlucker hier. Sammeln einfach alles ein. Bist du das? Weg mit dir. Weg. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, W? Quick Hack. Also mit der Tab-Taste können wir nämlich anfangen, Hacks durchzuführen. Dafür haben wir Cyberdeck. Und die Remote-Aktivierung bedeutet hier, wenn ich jetzt F drücke, dann hacken wir jetzt nämlich die Tür und gucken uns den Spaß nämlich an. Ab jetzt leise. Ja, leise. So, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr könnt natürlich mit der Tab-Taste euch hier umgucken, um interessante Objekte dementsprechend wahrzunehmen, die ihr sammeln könnt. Da lag noch ein bisschen Geld rum. Also ihr seht ja, ne? Tab-Taste drücken, um quasi, als wenn ihr einen Quick-Hack durchführen würdet und dann könnt ihr dort... Seht ihr eigentlich, wo überall versteckte Sachen sind. Hier seht ihr auch alles, was ihr hacken könnt, ne? Zum Beispiel den Monitor könnten wir hacken, um Ablenkungsmanöver durchzuführen. Zum Beispiel würde auch gehen. Oh je, was haben wir denn hier gefunden? Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Ach ja, je. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ah ja, hier sind sogenannte Splitter. Notfälle auf Abruf. Den Ding können wir aufnehmen. Die kann man sich unter anderem, wenn man hier E drückt und unter Journal, findet ihr Splitter. Und hier gibt es nämlich einen. Wie konnte das passieren und warum haben wir die Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist, ein Luxusartikel? Meine Mutter starb mit 45 Jahren.
Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Trauma-Teamversicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Also ihr werdet im Laufe des Spiels immer wieder auf solche Splitter treffen. Manche Splitter haben einen Vorteil, deswegen solltet ihr, wenn ihr einen findet, auf jeden Fall die Splitter mitnehmen. Die ergeben euch, beziehungsweise ermöglichen euch unter Charakter nämlich Vorteile. Also Vorteilspunkte. Das heißt, es gibt ja diese Attributspunkte, die könnt ihr verteilen, damit ihr hier eure Werte stärken könnt, und die Vorteilspunkte sind halt innerhalb den einzelnen Regionen, also entweder Konstitution, Reflexe, technische Fähigkeit. Innerhalb dieser Fähigkeiten könnt ihr natürlich dann auch noch hin und her switchen, und dafür sind die Vorteilspunkte da, und die findet man unter anderem auch in Splittern. Deswegen, wenn ihr einen Splitter habt, immer einsammeln. So, mach mal die Tür auf. Leise kann ich. Seht ihr, da ist der nächste Splitter. Aber erst looten wir natürlich, ne? Erst wird gelootet. So, mit F könnt ihr ihn packen. Und dann können wir den schön in die Tiefkühltruhe packen. So. Dürft ihr noch irgendwas jetzt mitnehmen? Ah, ne, da ist die falsche Seite. Ihr könnt bitte auch Dinge scannen, um euch Sachen anzugucken, ne? Zum Beispiel, wenn ihr Gegner habt, könnt ihr die abscannen. Dann seht ihr zum Beispiel, welche Belohnung diese Gegner dann haben. Und auch immer die Augen aufhalten. Ihr könnt fast überall irgendetwas finden. Oh, da ist einer. Wir machen mal eins. Das ist zwar eigentlich nicht so gedacht, aber wir machen mal die Musiklautstärke ein wenig leiser, weil die doch schon astronomisch hoch ist. Nochmal 50%, das sollte reichen. Mich hat keiner gesehen. Da liegt eine Granate. Warte und bleibe unbemerkt. Ja, das machen wir. Bis die Gegner wahrscheinlich an mir vorbeilaufen. Ah, das sind sie schon. Ja, okay, ich laufe ja schon. Bei mir? Ich nehme den hier. So, da haben wir dich. Der Jackie übernimmt den anderen. Wir können nämlich jetzt auch wieder vorteilstechnisch looten. Das heißt, wir gucken da immer nach einer anderen Waffe. Die Unity hat 60 Schaden und die macht 49, also ist die wieder schlechter. Ihr könnt auch hier vorne, also hier in dem Reiter Standard, könnt ihr auch dann auswählen, dass das sortiert wird, also absteigend nach SPS, nach Schaden, damit ihr dann auch die höchstmögliche Schadenswaffe, die ihr finden könnt, dementsprechend da sortieren können. Aber den nehmen wir auch noch mit. Dich haben wir auch noch mit. Oh, wir sollten das Radio mal ausmachen. Aber hier lagen noch Sachen. Ah, das ist eine Blendgranate. Oh. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Da hat uns vielleicht jemand gesehen. Ihr seht aber auch oben in der kleinen Minimap rechts oben, seht ihr dann eigentlich auch, wo die Sichtkegel hingucken. Das heißt, daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Zum Beispiel guckt er mich jetzt genau an. Das ist natürlich dann nicht so vorteilhaft. Die können dich sehen. Ja, ist ja gut. So, deswegen gehen wir jetzt von der anderen Seite, wo er mich nicht sehen kann. So, das heißt, wir nehmen uns den hier vor. Oh, Jackie hat dementsprechend mitgeholfen. Somit können wir ein bisschen Munition mitnehmen. Oh, hier liegt auch noch was. Da dürfen wir auch noch was mitnehmen. Also wie gesagt, Loot findet ihr eigentlich überall. Was haben wir da noch drin? Wie auch immer. Neutralisiere Scavenger-Anführer. Den müssen wir jetzt durch.
Die müssen wir jetzt gleich hier durchsuchen. Ah, da liegt. Ah, da ist halt auch was Schönes. Also, eine neue Waffe. Dementsprechend nehmen wir als zweite Waffe. Nehmen wir uns mal die Schrotflinte. Sehr gut. Die macht nämlich ein bisschen mehr Schaden. Und als dritte Waffe dürfen wir uns eigentlich mal das Maschinengewehr nehmen. Ihr könnt auch hier sehen, ihr könnt direkt einen Teamfilmrohr draufpacken. Was gar nicht so ganz unverkehrt ist. Das tun wir in dem Fall auch erstmal. Ein Zielfernrohr draufpacken. So, und dann können wir nämlich hier ein bisschen switchen. So sieht der ganze Spaß nämlich aus. Bunte Knifte haben wir gefunden. Ja, das ist das Zielfernrohr. Dann haben wir hier, oh je, eine pinke. Okay, hat keiner gesehen. Tja, da hat mich keiner gesehen. Tja, da haben wir ihn erledigt. Teufel ist unser Ziel. So, hier gibt es den nächsten Splitter. Okay, gucken wir mal, da liegt noch ein bisschen Geld rum. Hier dürfen wir auch noch was mal einstecken. PCs könnt ihr übrigens auch jedes Mal fast die meisten von euch bedienen. Einfach F drücken. Könnt ihr darauf zugreifen, Nachrichten lesen. Bezahl oder den Kopf explodiert. Implantate billig, billig, billig. Also kriegt ihr immer E-Mails dann, die ihr euch durchlesen könnt. Oder brauchst du Schutz? Also es ist immer irgendwas, was ihr euch durchgucken könnt. Oder ihr könnt natürlich auch im Netz surfen. Zum Beispiel könnt ihr euch Bürgermeister von Night City News angucken. Reiseführer durch Night City könnt ihr euch dann angucken. Wir können auch hier Ping News uns angucken. Ich weiß gar nicht, können wir hier drauf gehen? Night City, Welt, Buschfeuer in Ostaustralien. Ach je, das ist sogar... Ich weiß, ich kann euch nicht sagen, ob das was damit zu tun hat, dass das wirklich so ist. Ach guck mal, jetzt abonnieren. Da halten Sie Bezug, unbegrenzten Zugriff für 14,99 Euro Dollar. Seid ihr nicht gefunden? Ah ja. So weit war ich auch noch nicht. Okay, also ihr seht, dadurch kommt ihr dann. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Was wir einsacken dürfen. Gibt es hier sonst noch was zu mitnehmen? Nein. Hier ist zu. Dann geht das sehr wahrscheinlich hier raus. Ah, da. Warum ich jetzt so langsam bin, ist, weil ich ja so eine riesige Waffe aufgehoben habe. Wenn ich die jetzt wechsle, die Waffe, dann schmeißt ihr die wieder ab. Die könnt ihr nicht behalten. Dieses kleine Maschinengewehr, das könnt ihr nicht behalten. Das müsst ihr immer wieder ablegen. Ja, bin total sneaky hier durchgekommen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Licht. Mal was Neues, ja. Licht wahrscheinlich. Da gibt es wieder einen neuen Splitter. An meiner pinken Knifte hier. So, finde Sandra Dorset. Vorher gucken wir uns nochmal eben kurz die ganzen Computer an. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Interessantes hier vielleicht. Hier ist auch nur noch eine Nachricht. Spielzeug. Ah ja, hab gutes Zeug hier. Steht nichts weiter drin. So, hier dürfen wir rein. So eine verfickte Scheiße. Da. Hey, je, da. Körper untersuchen. Da liegt unsere Zielperson. Da ist sie. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Ich weiß nicht. Wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Einmal anschließen, bitte. Einmal ableiten. Uploaden. NC570442. Traumateam Platin. Eigentlich ja. Mittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biom. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Zibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Hack und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropor. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ziehen wir mal raus. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo Sandra, falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Ja. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt. Die stabile Seitenlage. 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Ja, Traumateam kommt, sie aufheben. Und rettet sie dann. Also Traumateam ist das Team, wenn du hier anscheinend besonders versichert bist. Wie? Sag mir, was da los ist. Jack, Air Hypo,
Fuck, das ist nicht gut. Ja, Hypo, gib mir das Ding. Wenn du sonst versichert bist, kommt das Traumateam und die retten dich dann. Und ich kann euch sagen, ich habe diese Versicherung nicht. Scheiße, es hat geklappt. So, dann bringen wir die da draußen. Die gute. Hier gibt's ja nichts mehr, ne? Grüner Punkt oben auf der Minikarte ist übrigens befreundete Einheit. In dem Fall halt so Jackie. Und ja. Da ist es schon. Da kommt das Traumateam angeflogen. Okay. So, die Frau ablegen. Fünf Schritte zurück, jetzt! Da wird sie wiederbelebt. Die sind doch immer gut bewaffnet. Also mit denen sollte man sich nicht umlegen. Auf jeden Fall nicht anlegen. Oh. Da einen gesehen. Merkwürdig, da dann lachen noch was. So, das dürfen wir noch mitnehmen. So, dann sprechen wir jetzt mit Jackie. Wer bist du ja, mein Freund? Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit, die Shitshow ist vorbei. Mal vergessen hier, ne? Ich klink mich aus. Yep. Wir sehen uns bald. Ciao, T-Bug. Oh. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Hm. Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Jack, hier ein Date. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Habe ich dich überhaupt dazu befähigt, dass du den nehmen darfst? Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. T. Also, wir rufen Wakako an. F anrufen. Fahren wir schon runter? Wie lief es? Super. Ist die Klientin gesund und munter? Einigermaßen. Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wunderbar. Wartet schon. Danke, Wakako. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause. Definitiv. Oder? Wir wollen jetzt erstmal nach Hause. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Ha, passt. Wir haben gerade unser erstes Street-Cred-Level gemacht. Und zwar seht ihr unter Inventar, oder eigentlich hier oben seht ihr einmal das Level, einmal dein generelles Levelaufstiegssystem und dann Street-Cred ist halt quasi dein Ansehen in Night City, wenn du dann das Söldnerleben so ein bisschen durcharbeitest und ja, damit passend mit dieser Auszeichnung durch den zweiten Level beenden wir dann auch die Folge für heute. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht das Let's Play ein wenig Spaß. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und dann sage ich damit Bye-bye, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.